Meine Freunde der Sonne, Matti Berger hat mal wieder sich ein Video hier vorgenommen, das er uns präsentiert hat. Und zwar geht es hier um Uri Geller und warum er von so vielen Menschen gehasst wird. Da gehen wir rein und gucken uns an, warum Uri Geller ein sehr unangenehmer Zeitgenosse ist. Los geht's! Warum bekommt Uri Geller eigentlich so viel Hass? Neulich erst haben wir uns sein Format The Next Uri Geller mal genauer angeschaut und sowohl ich im Video als auch ihr in den Kommentaren hattet sehr viel Kritik und Spott für ihn übrig. Das gleiche gilt auch für sämtliche Reaction-Streamer und YouTuber, die auf mein Video... Bruder, warum ist der so laut? Warum ist der so laut? Junge! ...reagiert haben. Hallo, hi, liebe Grüße, Dankeschön für euren Support. Warum ist das so? Warum bekommt gerade Uri Geller, sowohl bei uns in der Zauberszene, als auch von Millionen von Menschen da draußen, so viel Hate? Andere Zauberkünstler wie David Copperfield oder David Blaine aber nicht. In diesem Video habe ich euch die 10 skurrilsten Aktionen zusammengetragen, die Uri Geller über die letzten 50 Jahre so abgezogen hat und die ziemlich wahrscheinlich dafür verantwortlich sein dürften, warum ihn so viele Menschen hassen. Viel Spaß mit diesem... Kann ich einmal hervorheben, wie cool ich eigentlich seine Art von... finde so. Er sitzt da in seinem Büro, ne, wie so ein Fernsehhost so, dann seine Editing-Sachen so. Es ist geil. Ich bin eifersüchtig. Ich will auch. Aber cool, weitermachen. Video. 10 Gründe, Uri Geller zu hassen. I'm Uri Geller. Punkt 1. Pokémon? Diesen Punkt haben einige von euch wahrscheinlich mitbekommen. Im Jahr 2000 verklagte Uri Geller Nintendo. What? Und warum? Weil das Pokémon Kadabra in der Originalversion mit einem leicht verbogenen Löffel dargestellt wurde. Und da der einzige Zauberkünstler, der auf der ganzen weiten Welt Besteck verbiegen kann, Uri Geller ist, habe Nintendo seine ganze Identität gestohlen und in ein böses, okkultes Pokémon verwandelt. Dazu hätte Nintendo seinen Signature-Move geklaut, den nur er... Ja. Und seinen Namen. Das Pokémon Kadabra heißt im japanischen Original nämlich Junjera, was, wenn man es ganz schnell und falsch ausspricht, so ein bisschen so klingt wie Uri Geller, wenn man auch das ganz schnell... Lack gesoffen? Was ist denn bei dem verkehrt? Ist er gegen die Wand gerannt? 10 Mal? Innerhalb von 2 Sekunden? Oder nochmal 10 Liter Lack? Wie? Was? Der hat deswegen bis heute Hate bekommen. Ja, zu Recht! Was ist das denn für ein... Die haben mich nachgemacht! Nur ich kann diesen Trick! Die klauen mir meine Identität! Ja, was? ...schnell und falsch ausspricht. Junjera. Uri Geller. Ja. Damit ging Uri Geller vor Gericht und gewann. Nintendo durfte seitdem die Original-Kadabra-Karte so nicht mehr drucken, wodurch der Sammlerwert natürlich ins Unermessliche stieg. 23 Jahre später, im Juni 2023, entschuldigte sich Uri Geller bei der Pokémon-Community und gab endlich die Erlaubnis, Kadabra wieder im Original drucken zu dürfen. Das wurde Was sollte das denn überhaupt? ...mit dem Pokémon Card 151 Set am 16. Juni 2023 zelebriert. Was für eine skurrile Story. Okay, also über jahrzehntelange Anfeindung mit der Pokémon Community. Check. Wer hat noch einen Grund, Uri Geller zu hassen? Punkt 2. Putin. Im Februar... Aber dann hast du alles richtig gemacht. ...2022 griff Russland die Ukraine an und eröffnete damit einen bis heute anhaltenden Krieg. Menschen überall in Europa reagierten mit Solidarität für die Opfer und Flüchtigen, zeigten sich unterstützend. Und Uri Geller, der nutzte diesen Krieg mal wieder als Promo-Move. Wisst ihr noch, als Ape Crime alles gelöscht... For real? ...hatte und alle dachten, Cengiz wäre tot, nur um dann den Song Zombie zu droppen. Ja, die sind ein Witz gegen Uri Geller Skills. Am 2. August 2022 verfasste Uri Geller nämlich einen offenen Brief an Putin, welchen er auf Twitter teilte. Ich fass mal grob zusammen, ja? Dies ist eine Warnung an Wladimir Putin. Du willst Atomwaffen nutzen? Ich warne dich. Wenn du irgendwo auf dieser Erde Atomwaffen abfeuern willst, lenke ich sie zu dir zurück. Ich werde jedes Molekül meiner mentalen Fähigkeiten nutzen, um dich abzuhalten. Das klingt einfach wie in einem Anime. Und ja, was ist denn los mit dem? Was ist denn los mit dem? Also ist ja alles schön und gut so, aber was ist denn los mit ihm? Was? Was ist das denn, Alter? Hä? Was soll, also im schlimmsten Fall glaubt er das wirklich so. Im schlimmsten Fall glaubt er das wirklich? Und im... Und im besten Fall ist es ein Joke und dann ist es unglaublich widerlich.
Es wird noch animehafter, pass auf. Außerdem brauche ich von euch allen da draußen eure Hilfe. Ja. Stoppt kurz, was auch immer ihr gerade tut, für 5 Sekunden und sendet mir per Gedanken eure Energie. Urigella einfach Son Goku. Er baut einfach ein Genki-Dama auf, um Putin zu stoppen. Ist das dumm? Und das hat auch funktioniert, denn bis heute wurden ja keine Atomwaffen abgefeuert. Also muss man wissen. Matti, hör mal auf, den Uri Geller so zu piesacken. Der hat voll drauf. Punkt 3. NSYNC. Wir bleiben beim Thema Krieg. Der wird wirklich verteidigt von irgendwelchen Idioten in den Kommentaren? Ich kann das alles nicht mehr. Euch noch an die 90er und die frühen 2000er? Kindheit. Ein blutiger Krieg zwischen Millionen kleiner Mädchen entfacht. Backstreet Boys oder NSYNC? Welche Boyband ist besser? Aber eine Sache ist daran verdammt irritierend. Dieses Drecks-Sternchen im Namen von NSYNC, warum ist das da? Und wie konnte so eine 0815 Boyband so erfolgreich werden? Ich meine, die ganze Welt kennt... Ich habe Boybands nie verstanden. Ich fand das immer todescringe. Boybands, todescringe. Was soll das? Bis heute noch Justin Timberlake und die anderen. Die Antwort darauf? Natürlich. Uri Geller. Ihr habt richtig gehört, ich schwöre euch, ich denke mir das jetzt nicht aus. Uri Geller und Joey von NSYNC haben der Huffington Post in einem Interview folgende Story erzählt. Ey, ich fasse euch zusammen, okay? Diese Story hat sich wirklich so zugetragen. Lange vor dem großen Durchbruch der Band begegneten die Jungs von NSYNC in London einem Zauberkünstler, welcher sich als Uri Geller vorstellte. Hallo, ich bin Uri Geller. Wow! Er sagte, ich sehe etwas in euch, was mit Sonnen, Sternen, astronomischem Shit zu tun hat. Und verbog dann ein paar Löffel. Er griff eine Serviette, schrieb darauf die Anfangsbuchstaben der Vornamen der 5 Jungs, NSYNC, und dazu zeichnete er ein Sternchen und sagte, wenn ihr dieses Sternchen auf euer erstes Album packt, geht ihr direkt auf die Nummer 1 in die Charts. Gesagt, getan, die Jungs veröffentlichten ihr erstes Album und wurden Nummer 2 in den Charts. Daher der Mega-Erfolg der Band. Seht ihr? Uri Geller ist ein Scharlatan, denn die wurden nicht Platz 1, sondern nur Platz 2. Nee, mal im Ernst. Was zur Hölle ist das für eine Story? Wir haben Uri Geller NSYNC zu verdanken? Damit hat er den Hass jedes Vaters auf sich gezogen, der in den 90ern und frühen 2000ern versucht hat, eine Tochter zu erziehen, ohne bei jeder Autofahrt Drecks NSYNC hören zu müssen oder ein Vermögen für Konzerttickets auszugeben. Und das sind viele Väter, deren Hass er damit auf sich gezogen hat. Ganz ehrlich, das sind wahre Geschichten, die in meinem Märchenbuch stehen. Ey, was zur Hölle ist das für ein Fiebertraum? Meine Meinung als Papa, da lasse ich lieber mein Vermögen bei meinem Partner Holy. Wisst ihr, was Holy nämlich gemacht hat? Die haben letztes Jahr einen April-Scherz gemacht, den sie dieses Jahr jetzt wirklich umgesetzt haben. Die Grapefruit-Giraffe mit doppelter Länge, mit doppelter Menge an Portionen und einem extra langen Löffel, die gibt's jetzt wirklich, aber nur limitiert, solange der Vorrat reicht und bis zum... Grapefruit-Giraffe? Also hat Alpha Cameron seinen eigenen Holy-Drink jetzt? Yes. Wild. Den skippen wir natürlich, weil wir unterstützen nur Just Legends. Holy, das wird hier nicht toleriert. Grüße! Köstlich, meine Lieblingssorte, Granatapfel Piranha. Punkt 4, One Trick Pony. Diesen Punkt fasse ich mal ganz schnell zusammen, weil ich in meinen letzten Videos über Uri Geller schon ausführlicher behandelt habe. Aber Uri Geller wird vor allem auch von Kollegen in der Zauberer-Szene gehasst. Übrigens kurz auf Topic, weil ganz viele Dullis in den Kommentaren das nicht checken. Mit Zauberer meint man Zauberkünstler oder Illusionist. Also wenn ich sage, ich bin ein Zauberer, dann meine ich damit nicht, dass ich glaube, dass ich der adoptierte Sohn aus der Homo-Ehe zwischen Dumbledore und Gandalf wäre. Nur weil ich mit einem eingekauften Gimmick das hier kann. Der ist cool, oder? Gibt's ganz neu bei mir im Zaubershop auf mattisupport.de. Ich habe den nur limitiert einkaufen können und wer meinem WhatsApp-Broadcast folgt, der hat das als erstes mitbekommen und damit den Vorteil. Schon wieder Eigenwerbung, sagte Dumbledore. Ich wollte gerade echt so, Bruder, was für zweimal Werbung nacheinander. Aber gut, dass, dass Dumbledore das sagt. Dann bin ich berücksichtigt. Dann bin ich beruhigt. Dann bin ich beruhigt. Doch, ruhig. Du bist eine echte Enttäuschung. Sorry, Papa. Also, wenn ich von der Zauberszene rede, dann meine ich damit Zauberkünstler, Illusionisten und nicht Leute, die denken, sie wären echte Zauberer und hätten echte Kräfte. Das tut keiner, außer Uri Geller. Wo war ich? Achso, ja. Ja, der glaubt das also real. For real. Also, weiß nicht, muss man den vielleicht mal vom Arzt besuchen lassen oder so? Der glaubt das anscheinend echt, also. Das ist besorgniserregend. Ja, Zauberer hassen Uri Geller. Warum? Weil er erstens seine Illusionen, die mit ganz gewöhnlichen Gimmicks und anderen simplen Methoden funktionieren, bis heute als echte paranormale Fähigkeiten verkauft und niemals in seinem Leben zugeben würde, dass er nur ein gewöhnlicher Zauberkünstler ist und damit super viele leichtgläubige, aber auch verwundbare Menschen davon überzeugt, naja, es gibt ja vielleicht doch solche Kräfte und vielleicht hat meine krebskranke Omi ja doch noch eine Überlebenschance und eine Chance. Das ist so widerlich.
Ich finde das so ekelhaft. Und aufgrund von, wenn man Menschen mit scheinbarer Spiritualität neue Hoffnung verleiht und dann aber keinen Garant hat, dass dann diese Hoffnung auch in Realität fußt. Leuten falsche Hoffnung machen, ist halt ekelhaft. Das ist eigentlich egal, in welchem Bereich so und womit. Das ist halt ekelhaft. Was soll das? Auf Heilung! Weil ihr scheiß viel Geld mit mir verdienen! Uri Geller ist ein echter Zauberer und er kann Löffel verbiegen und Uhren reparieren vor real. Kappa. Ich bin auch ein echter Zauberer. Ich kann auch Löffel verbiegen. So nämlich. Vielen Dank für den Prime-Sub an der Stelle. Vielen, vielen Dank. Spoiler-Alarm. Hat sie nicht. RIP Omi. Zweitens wird Uri Geller von Zauberkollegen gehasst, weil er nun mal kein wirklich besonders guter Zauberkünstler ist. Während viele Zauberer Wert darauf legen, sich weiterzuentwickeln und sich zu verbessern und neue Tricks zu lernen, performt Uri Geller seit 50 verdammten Jahren immer die gleichen drei Tricks. Besteck verbiegen, Schlüssel verbiegen und kaputte Gegenstände. Ist die Gabel schon vorher kaputt? Und er moderiert mit dem Druck, den er auf die Gabel, die Bruchstelle ausübt, dass, wie doll das dickere Ende absenkt? Wenn ja, dann fange ich gleich an zu weinen. Wieder reparieren. Ein sogenanntes One-Trick-Pony. Das ist seit 5 Jahrzehnten sein ganzes Repertoire. Aber weil er sich so dermaßen gut verkaufen kann, ist er damit bis heute in aller Munde und Multimillionär. Keine heftigen Fingerfertigkeiten wie Shin Lim, keine innovativen Ideen wie Eric Chien, nur die gleichen drei Tricks auf Dauerschleife und unglaublich gutes Verkaufen seiner Person. Das finden viele Zauberer kacke. Man muss ihm aber auch lassen, er hat es geschafft, bis heute relevant zu bleiben, sodass bis heute über ihn geredet wird. Ich meine, ich trage mit meinem Video genauso dazu bei gerade. Jeden Tag erscheint irgendwo auf der Welt ein Artikel über ihn. Auch jeder Rückschlag, jeder Fail im Live-TV. All das hat nur für noch mehr Mysterium um seine Person gesorgt. Seltsames Phänomen, der Mann. Punkt 5. Noch mehr Klagen. Okay, egal wie kritisch ich über Uri Geller berichte, in den Kommentaren unter meinen Videos tauchen immer wieder Dullis auf, die fest daran glauben, Uri Geller hat echte paranormale Fähigkeiten. Kurze Frage. Wenn jemand solche Kräfte hätte, warum sollte so jemand dann dauernd alles und jeden verklagen, der behauptet, seine Tricks wären nur Tricks? Ich hatte euch von diesem YouTube-Video erzählt, in welchem man sieht, dass sich Uri Geller einen Magnetstreifen aus den Haaren zieht und auf seinen Daumen klebt, nur um dann auf magische Weise einen Kompass zu bewegen. Wow. Gegen diesen YouTube-Upload versuchte Uri Geller juristisch vorzugehen und scheiterte. Oder wie wäre es mit einem Clip von James Randi, über den ich ja auch schon ausführlich berichtet hatte, dessen Lebenswerk es war, Scharlatane wie Uri Geller hops zu nehmen. Eine 15 Minuten lange Doku hatte Randys Skeptikerverband auf YouTube gepostet und darin aufgeklärt, wie Zauberkünstler Besteck verbiegen. Mit Tricks, nicht mit magischen Kräften. Von diesen 15 Minuten war 10 Sekunden lang ein Beispielclip von Uri Geller zu sehen, wie er einen Löffel verbog. Wegen dieser 10 Sekunden ging er vor Gericht. Verklagte Google, verklagte die Uploader, die sich wiederum zur Wehr setzten und eine wirkliche juristische Schlammschlacht abging. Mit Argumenten auf beiden Seiten, kannst du dir nicht ausdenken. Quintessenz, der Clip durfte online bleiben. Komisch, oder? Wenn ich wirklich mit übernatürlichen Kräften Löffel verbiegen könnte, warum sollte ich dann an... Niemand glaubt, dass er die Löffel verbiegen kann. Ich kann auch Löffel verbiegen. Das ist nicht cool. Dann ist der Löffel dann kaputt. Die kosten Geld. Dauernd gegen solche Videos vor Gericht ziehen. Punkt 6. Aliens. Okay, Freunde, es wird weird. Uri Geller behauptet, mit fester Überzeugung, kein Mensch zu sein. Sondern ein von Außerirdischen gesandter Botschafter von einem Raumschiff namens, was? Spectra, welches 53.000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Seine Faszination mit seiner eigenen Spezies, also mit Aliens, demonstriert er außerdem auf... Kann doch nicht ernst sein. Ja? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, dass Menschen so sind. Manche. Das ist so weird. Pro7 in einem Live-TV-Special, in welchem er versuchte, mit Aliens zu kommunizieren. Vielleicht hast du eine oder andere von euch damals gesehen. Dazu schickte ein Radioteleskop aus der Ukraine Botschaften der Pro7-Gucker ins Weltall. Ein zweites Teleskop in Italien sollte dann die Antworten der Aliens empfangen. Und das Ganze wurde auf mickrige 3 Stunden gestreckt. Mit so Sachen wie: Konzentriert euch jetzt ganz fest. Sendet mental eine Nachricht ins Weltall. 3 Stunden lang. Dann hieß es irgendwann: Warum gucken sich das Leute an? Und ja, aggressiver Rabe, ich höre dich. Warum macht der Geld? Das verstehe ich auch nicht. Warum wird das geguckt? Warum? Also, hä?
Das kann nicht sein. Hier stimmt etwas nicht. Wir bekommen ein Störsignal. Aber wir wissen nicht, woher. Vielleicht eine Störung? Oder doch Aliens? Ja, das war's. Keine Nachricht der Aliens, nur ein bisschen kosmisches Rauschen. 1,5 Millionen Menschen haben sich das live im TV angeschaut. Und ich bin mir sicher, dass all die Menschen das bereut haben und ihre Zeit gerne zurück. Punkt 7, das Uri Geller Museum. Ihr habt richtig gehört, Uri Geller ist einer dieser Menschen, die ein Museum über sich selbst eröffnen und dann selbst Führungen über sich selbst gibt und irgendwelche ausgedachten Stories aus seinem Leben erzählt. Kein Bullshit, das stimmt wirklich. 2020 war das Uri Geller Museum in Tel Aviv. VARLUS 96 cheered X100. Ich sende mentale Kraft an Trey. Vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Die mentale Kraft, sie kommt an. Ich spüre sie in meinem Körper. Vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Ey, der hat ein eigenes Museum über sich selber. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das denn? Oh Gott! Ist das unangenehm! Fertiggestellt und sollte eröffnen, was durch die Covid-Pandemie allerdings verhindert wurde, weshalb es bis heute immer noch nicht so richtig offen ist, sondern nur ausgewählte Gruppen bekommen exklusive Führungen, aber von Uri Geller höchstpersönlich. Am Eingang ein riesiger... Was? Was? Er hat ein Museum über sich, wo er selber Leute einlädt, beziehungsweise führt und von sich erzählt. Das ist gelebter Narzissmus. Was? Wenn du im Lexikon Größenwahn nachschlägst, dann steht da, ist da ein Bild von Uri Geller, ja. Ey, das ist nicht mal... Das ist nicht... Ja, verbogener Löffel. Wenn man reingeht, eine große Ansammlung von Stücken aus Uri Gellers Leben. Dabei erzählt er seine Geschichte. Jedes Objekt hat eine noch krassere Backstory als das vorherige. Immer hat irgendein ganz großer Prominenter ihm das Objekt geschenkt. Zum Beispiel wäre da ein 1976er Cadillac, der mit 2600 verbogenen Löffeln beklebt ist. Diese Löffel stammen von etlichen Superstars, die Geller privat verzaubert hat. Zum Beispiel Michael Jackson, Kurt Cobain, Prinzessin Diana, Boris Becker. Dann geht's weiter, ein Modellflugzeug, das Uri Geller vom libyschen Diktator al-Gaddafi geschenkt bekommen hat, als Mahnmal dafür, was die Israelis 1973 Gaddafis Leuten angetan haben. Also, dass ich das richtig verstehe. Hey Uri, andere Menschen, nicht du, die aber aus dem gleichen Land kommen wie du, haben noch andere Menschen, nicht mich, aber die aus dem gleichen Land kommen wie ich, ungerechterweise getötet, deswegen, hier, ein Spielzeugflugzeug, damit du immer dran denken musst. Danke. Aber denk dran, nicht so tief, Uri. Nicht so tief. Hey. Das Geschenk verstehe ich wirklich nicht. War das so ein erhobener Zeigefinger so? Vergiss nicht. So oder also was, hä? Was ist das denn für ein Geschenk? Keine Kapriolen. Und so erzählt Uri Geller Stories darüber, was er so im Militär erlebt hat, was für krasse mentale Fähigkeiten er schon demonstriert hat. Und am Ende spielt er ein selbst aufgenommenes Cover von My Way von Frank Sinatra ab, das er selbst eingesungen hat. Und zum Abschluss zeigt er dann ein Tattoo, das er auf seinem rechten Arm hat, von einem Löffel, der, wenn er den Ellbogen biegt, ja, sich mit verbiegt. Cringe. Magic. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel Sympathie ihm das jetzt einbringt, aber das dürfte ihm auch relativ egal sein. Punkt 8, die CIA. So, und jetzt muss ich mal was loswerden, Freunde. Jetzt muss ich mal einen Punkt ansprechen, für den ich ganz häufig kritisiert wurde in den Kommentaren unter meinen Uri Geller Videos. Denn es gibt immer Dullis, die mir schreiben, hä, Matti, wenn Uri Geller doch so ein Schwindler wäre, warum hat das CIA dann mit ihm gearbeitet? Also erstmal, das CIA hat nicht mit Uri Geller gearbeitet, sondern hat ihn für 8 Tage lang erforscht, um herauszufinden, hat er wirklich mentale Kräfte oder nicht? Das war im Januar. Warum? Warum nimmt das CIA den ernst? Warum? 1973. Da kam sie zu dem Ergebnis, Uri Geller hat seine Kräfte glaubhaft demonstrieren können.
Und das war dann auch jahrzehntelang der Stand. Ey, das CIA sagt, Uri Geller hat echte Kräfte, dann wird's ja stimmen. 30 Jahre später veröffentlichte die CIA aber diese Studiendaten. Die sind öffentlich zugänglich, die könnt ihr euch auch selbst durchlesen. Ich habe mir das mal komplett durchgelesen und das ist einfach von vorn bis hinten kompletter Bullshit. Uri Geller hat bei allen Tests total wischiwaschi oberflächlich geantwortet, aber dann im Nachhinein die Antworten so gerechtfertigt. So im Sinne von, hey, dann hab ich ja doch recht, oder? Ihr seid verwirrt? Ich auch. Ich erklär's euch. Unter anderem wurden folgende Experimente gemacht. Uri Geller wurde in einem komplett isolierten Raum eingeschlossen. Keine Funksignale oder Geräusche konnten da rein eindringen. Komplette Isolation. Im Nachbarraum sollte jemand ein Wörterbuch aufschlagen und das erste Wort, das man gut zeichnen kann, zeichnen. Dabei wurde zufällig das Wort Fuse, also Zündschnur, ausgewählt und der Proband hat dieses Bild hier gezeichnet. Uri Geller wurde informiert, ey, da wurde gerade ein Bild gezeichnet. Los, nutz deine mentalen Fähigkeiten und mal dieses Bild nach. Und Uri Geller zeichnete dann das hier. Wow, magische Kräfte. Und warum glaubte die CIA jetzt trotzdem, dass er paranormal unterwegs wäre? Uri Geller meinte, naja, ich habe in meinen Gedanken einen Zylinder gesehen, der Krach macht. Und ich habe ja jetzt auch einen gemalt, so wie der Proband. Das ist ein Kompass. Oder eine Uhr. Und eine Giraffe. Wahrscheinlich ist das ein Dude, eher, der einen Löffel verbiegt. Auch, oder? Ja, wow. Dann wurde ein zufällig gewählter Wissenschaftler, der nicht Teil der Forschungsgruppe war, beauftragt, ein Bild zu zeichnen. Er zeichnete ein Kaninchen. Geller zeichnete etliche Bilder, aber keins davon zeigte ein Kaninchen. Dann meinte er, hat das Bild zufällig irgendjemand gezeichnet, der mich nicht mag? Und ja, 99% der Weltbevölkerung mag ihn nicht. Dementsprechend kein guter Guess. Das stimmte, weil das halt ein Wissenschaftler war. Und die CIA war davon beeindruckt, dass er das erahnen konnte und deshalb nicht in der Lage war, das Bild zu zeichnen, weil der böse Wissenschaftler das mit seinen Gedanken verhindert hat. Die CIA so, den hier. Nächstes Experiment. Uri Geller wurde an ein EEG-Gerät angeschlossen, das seine Hirnströme aufzeichnen sollte. Er sollte wieder versuchen, zwei vorgefertigte Bilder zu erraten, die in einem anderen Raum gezeichnet wurden. Nämlich ein Bild von einem Briefumschlag und von einem Baum. Er lag wieder etliche Male daneben, aber konnte dann mit der gleichen Drecksbegründung wieder argumentieren, weil der Wissenschaftler, der das EEG-Gerät bedient hat, wieder der gleiche vom Vortag war. Der böse, böse Wissenschaftler. Und die CIA so, wow! Wirklich CIA? Wirklich? Nächster Tag, es wurde... Das Ding ist doch, hä? Wenn er mehrfach raten kann, das ist doch nur eine Frage der Zeit, bis er dem relativ nahe kommt. Und wenn er es nicht kommt, hat er ja dann versucht zu argumentieren, dass er sabotiert worden ist von dem Wissenschaftler, der nicht an ihn glaubt. Wieso nimmt man den ernst? Drei Bilder gezeichnet, die Geller erraten sollte. Ein Kamel, das er nicht erraten konnte. Dann die Golden Gate Bridge, welche er zeichnete, indem er ein paar gekrümmte Linien mit Quadraten darunter zeichnete. Ey, das ist sogar relativ close. Dann eine Seemöwe, bei welcher er einen Schwan zeichnete. Nah dran. Aber doch vorbei. Und die CIA so? Die CIA teilt der Öffentlichkeit mit. Ich übersetze wortwörtlich. Als Ergebnis von Gellers Erfolg in dieser experimentellen Phase betrachten wir, dass er seine paranormale Wahrnehmungsfähigkeit auf überzeugende und eindeutige Weise demonstriert hat. Was? Lest euch das. Was war daran denn eindeutig? Paper mal durch. Es sind komplette Bullshit-Antworten, die Geller aber alle irgendwie so begründen konnte. Genau wie er das auch in der Tonight Show versuchte, als er, wie ich in meinem ersten Video zu Uri Geller berichtete, komplett exposed wurde. Because this is not a controlled condition. And what do you mean? Well, this is not a controlled condition. Und bis heute darf ich mir Kommentare anhören, Matti, die CIA hat aber bestätigt, dass Uri Geller paranormale Fähigkeiten hat. Was sagst du jetzt? Hm? Arschlecken, sag ich da. Punkt 9, Brexit. Okay. 2019 behauptete Uri Geller, er könnte per Telepathie die Politikerin Theresa May davon abhalten, den Brexit durchzuführen. Hat gut geklappt. Hat sehr gut geklappt. Er wollte verhindern, dass die UK die EU verlässt. Dazu verfasste er einen offenen Brief an sie, in dem er äußerte, dass er gegen den Brexit sei und glaubt, dass auch der größte Teil der britischen Bevölkerung dagegen sei. Das könnte er spüren. Außerdem mahnte er, du warst doch bei mir zu Hause. Niemanden interessiert, was Uri Geller spüren kann. Oh Gott. Oh Gott. Hast meinen Löffel berührt. Und dadurch gab ich dir die Kraft, Premierministerin zu werden. Du hast deinen Erfolg mir zu verdanken. Also höre jetzt auf meine Worte.
Was zur Hölle? Das war 2019. Ja, dem geht's gar 2020, nicht gut. Also paar Monate später, war der Brexit dann aber offiziell. Theresa May war zurückgetreten, Boris Johnson, lebendes Meme im Internet, war jetzt der neue Premierminister. Das war ja wild. Theresa May war zurückgetreten, Boris Johnson... Oh, der Kerl ist so gut, Mann. Ich kann das alles nicht. Oh, geiles Meme. Er zieht eigentlich an dem Seil, oder? Lebendes Meme im Internet war jetzt der neue Premierminister. Und er veranlasst jetzt mit der neuen EU-unabhängigen Regierung eine Stellenausschreibung. Es gibt ein Jobangebot. Das denke ich mir jetzt nicht aus. Die Regierung sucht Spinner und Außenseiter mit seltsamen Talenten und Fähigkeiten. Und wer hat sich für so eine Stelle beworben? Uri Geller. Sein Bewerbungsschreiben, Achtung, mit seiner Gedankenkraft habe er unter anderem geheime Tunnel in Nordkorea gefunden und russische Vertreter bei Verhandlungen über die nukleare Abrüstung Russlands überzeugt, indem er sie mit positiven Gedankenwellen bombardierte. Also, ich fasse zusammen. 2019 will er mit Telepathie den Brexit verhindern. Ein halbes Jahr später, 180 Grad die Meinung geändert. Und er bewirbt sich für eine Stelle von dieser neuen Regierung, die den Brexit durchgezogen hat. Das nenne ich mal ein Fähnchen im Wind, ne? Sympathie-Minuspunkte. Punkt 10. Peinliche PR. So gut wie Uri Geller es auch schafft, im Gespräch zu bleiben und relevant zu bleiben, sind die Methoden... Der gute Mann, wie alt ist der eigentlich? Mal kurz nachgucken. Das würde mich mal interessieren, wie alt der gute Mann ist. So viel zum, so in Würde altern und so. Eigentlich so ziemlich immer ultra peinlich und wirken eher wie armselige Schreie nach Aufmerksamkeit. Wir hatten jetzt schon einige Fälle. Offener Brief an Putin, an Theresa May, Kontaktaufbau zu Aliens. Wann immer man es am wenigsten erwartet, bei irgendeinem willkürlichen Ereignis in der Menschheitsgeschichte, schubst Uri Geller den Hauptdarsteller von der Bühne, stellt sich selbst ins Rampenlicht und schreit, hallo, ich bin's, schaut lieber mich an, hier, hallo. Erinnert euch zum Beispiel noch daran, als der riesige Frachter im Suezkanal feststeckte und die internationale Weltwirtschaft Milliarden kostete. Dreimal dürft ihr raten, wer da schon wieder ganz laut wurde und nach Aufmerksamkeit. Genau, Uri Geller. Gemeinsam mit meiner Gefolgschaft bombardiere ich das Schiff um 11.11 Uhr vormittags und um 11.11 Uhr abends mit meiner Gedankenkraft. Das funktioniert nur im AMPM-System, im 24-Stunden-System. Ah, da hätte er das 22.22 Uhr gemacht. Ich schweife ab. Wo war ich? Achso, das Schiff wird sich bewegen und den Suezkanal wieder freimachen. Versprochen. Ja, schon klar, dass dieses Drecksschiff jetzt nicht die gesamte restliche Menschheitsgeschichte über den Suezkanal verstopfen würde, sondern dass irgendwer eine Lösung dafür finden würde. Irgendwann war es dann ja auch soweit, das Schiff war wieder frei und Uri Geller schrie, wir haben es geschafft, we did it, in sämtlichen Medien, Zeitungsberichten. Ey, das ist so unangenehm. Er ist dieser eine Schwurbler, der irgendwas prediktet, dann ignoriert, wenn es nicht eingetroffen ist. Aber am lautesten schreit, sollte er, ne, das blinde Huhn, das da mal ein Korn findet. Ist so, es ist so unangenehm. Überall, we did it. Kennt ihr die Office-Folge, wo Michael und Dwight vor dem Haus vom Chef von Dunder Mifflin einfach campen und warten, bis er nach Hause kommt, weil sie ihn überzeugen wollen, nein, schließ die Firma nicht. Und dann löst währenddessen ganz woanders, ganz wer anders das Problem. Das kriegen sie dann per SMS mitgeteilt und schreien, we did it, we did it, we did it, we did it, right there, right there. How did we do it? I don't understand. Genau das einfach 1:1 ein Sinnbild für Uri Geller. Und das ging leider auch schon nach hinten los. Also auf Ernst jetzt. 1991 wurde in Ungarn die Tochter einer sehr wohlhabenden Familie entführt, nämlich Helga Farkas. Die Entführer forderten ein Lösegeld von der Familie, aber Helga wurde nie wieder gesehen. Bis heute tauchte sie nicht wieder auf und auch keine Leiche wurde gefunden. Und bis heute... Das ist halt so widerlich. Das ist halt so ekelhaft, dass er sich da... in die Thematik mit reinzackt, nur um halt Reichweite zu machen. Das ist halt so widerlich. Heute wurde niemand für ihre Entführung oder möglicherweise auch für ihren Mord vor Gericht verurteilt. Boah, kurze True-Crime-Sequenz.
Kaiser wird sich freuen. Grüße gehen nach Österreich. Aber warum erzähle ich euch das? Naja, ein halbes Jahr nach der Entführung, das heißt, dieser ganze Prozess war noch in vollem Gange, die Familie natürlich immer noch voll am Trauern, traumatisiert. Ein halbes Jahr später schaltet sich wer? Natürlich Uri Geller dazwischen und sagt, ich werde eure Tochter finden. Ich habe eine Vision der Zukunft. Ich prophezeie, es geht ihr gerade gut und sie wird wohlbehütet wieder zu euch zurückkehren. Ihr geht es gut. Versprochen. Ja. Für 3 Tage reiste Uri Geller nach Ungarn, besuchte einzelne Orte, an denen sie zum letzten Mal gesehen wurde, machte genau gar nichts und verließ Ungarn wieder. Good job! Damit zog er natürlich noch eine riesige... Ist das widerlich. Er macht einfach nochmal Geld und Relevanz, indem er halt... Medienpräsenz an, sodass die Familie wieder im Spotlight war und wieder überall Kamerateams. Danke, Uri. Vielleicht versteht ihr durch diese 10 Gründe jetzt etwas besser, warum es so viele Menschen da draußen gibt, die Uri Geller hassen, verspotten, kritisieren und einfach nicht ernst nehmen können. Und wenn ihr es immer noch nicht kapiert haben solltet, dann schaut hier dieses Video. Da wurde Uri Geller nämlich live vor Millionen Publikum komplett zerstört. Wir sehen uns da in der Vergangenheit. Und nicht vergessen, Freunde. Das ist halt wirklich abscheulich. Das ist halt wirklich abscheulich. Wie man so sein kann, verstehe ich nicht.